Wisst ihr was? In Frankreich trinken wir doch gerne, also nicht nur Bier, nicht nur Wein, sondern auch vor dem Essen ein. Oh, kennt euch aus. Ja, die Leute, die kommen, sind genießen. Die denken an Frankreich. Das ist, nein, sehr schön, ein Aperitif. Genau darum geht's hier. Aber nicht irgendein Aperitif, nein. Ein Liebestrunk. Ein Aperitif, das nie erdernt endet. Also unendlich. Nämlich, es war so, ich habe Guilaine zu mir am Freitagabend, also heute Abend, um 18 Uhr eingeladen. Er war pünktlich, aber Guilaine pünktlich. Und klopfte an der Tür und ich war schon ganz schnell aufgeregt, es war nicht aufgeräumt. Er ist reingekommen und ja, ich habe ihm was angeboten. Ja, das hat halt die ganze Nacht gedauert. Und dann hat er so viel getrunken. Ich habe natürlich mein Sofa angeboten. Und ja, plötzlich Samstag früh war ich in seinen Armen auf. Und was sagt er? Du, mittags gehen wir da um die Uhrmacht. Wir trinken gleich einen Weißwein als nächster Aperitif. Und so ging es das Leben lang. Und so kann man auch verliebt werden. Ja. Pardon pour l'apéro avec.